Hi, ich bin Simon und ich zeige euch heute ein paar Übungen zum Gleichgewicht. Gerade wo wir jetzt zu Hause sind, ist Gleichgewicht was man mal ins Training einbauen kann. Sollte man vorher schon gemacht haben, aber jetzt ist es die Möglichkeit, weil es dazu wenig Bedarf. Ihr könnt alles, was ich jetzt mache, auch zu Hause ohne Gegenstände machen. Gleichgewicht, eine unglaublich wichtige Trainingsart, vor allem um die Tiefenmuskulatur zu trainieren, Verletzungen vorzubeugen. Wir starten damit, dass wir die Füße und die Fußsohlen ein wenig mobilisieren. Dazu habe ich hier verschiedene Gegenstände. Einen davon habt ihr zu Hause bestimmt. Ich habe hier ein paar Black Roll, Kugeln und Rollen oder es geht auch um Tennisball oder so ein Igelball hat man vielleicht auch zu Hause. Grundsätzlich alle Übungen, die wir machen, barfuß oder auf Socken. Wir starten damit, dass wir einen Ball nehmen und die Fußsohle einmal komplett durchmassieren. Es kann zu Beginn ein wenig unangenehm sein, dann steigern wir die Intensität, indem wir die Kraft einfach ein bisschen erhöhen, die wir auf den Fuß geben. Dann massieren wir ein bisschen vor und zurück. Alles, was ich jetzt auf einem Bein demonstriere, sollt ihr zu Hause selbstverständlich auf zwei Beinen machen. Dazu könnt ihr das Video dann kurz pausieren, anderes Bein nehmen oder ihr macht erst das eine und das andere Bein. Nachdem wir beide Füße durchmassiert haben, starten wir gleich damit, das Fußgelenk noch ein wenig zu mobilisieren. Wir drehen es erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Starten danach mit den Übungen. Die werde ich nur auf einem Bein demonstrieren, aber wie gesagt, für euch zu Hause solltet ihr natürlich beide Beine machen. Wir starten damit, dass wir uns erstmal einfach auf einem Bein stellen und ganz normal weiteratmen. Tief einatmen, tief ausatmen. Wenn dieses Stehen auf einem Bein funktioniert, dann gehen wir dazu über, das andere Bein in sämtliche Richtungen abzuspreizen. Zur Seite, nach vorne, nach hinten. Wenn es geht, kann man es auch zur anderen Seite überdrehen. Aber die ersten drei sind die Hauptbewegungsrichtungen. Sehr schön. Es folgt natürlich das andere Bein. Wir gehen jetzt aber weiter zur nächsten Übung. Ich habe mir hier auf dem Boden schon ein Handtuch vorbereitet. Wenn ihr zu Hause eine Fliesenfuge habt, könnt ihr natürlich auch so eine gerade Linie nehmen, ein Seil, ein Tau, was auch immer ihr zur Hand habt. Und wir starten damit, dass wir einfach ein Bein vor dem anderen kontrolliert absetzen, auf dieser Linie balancieren. Für diejenigen, die es auf dem Handtuch zu schwer finden, machen es vielleicht eher auf dem Boden. Für diejenigen, die es zu einfach finden, man kann es nochmal knicken, dann habt ihr noch so einen dickeren Puls, untere Füße wird schwerer damit. Man kann auf diesem Seil vorwärts und zurück gehen. Man kann auf diesem Seil, um es noch komplexer zu machen, auf Zehenspitzen vorwärts und zurück gehen. Sehr schön. Nächste Übung, die wir machen, ist hier wieder am Stand statt. Wir stellen uns, ich nehme diesmal das linke Bein, aber ihr nehmt natürlich wieder beide. Wir stellen uns auf ein Bein. Wenn wir stehen, gehen wir leicht in die Beuge. Dabei darauf achten, dass ihr mit dem Oberkörper aufrecht bleibt und nicht zusammenfällt. So. Und wenn das funktioniert, könnt ihr die Augen schließen. Man merkt, es wird wesentlich schwieriger, wenn man die Augen zu hat. Und das halten wir. Könnt ihr bis 10, bis 15 zählen, so lange wie es euch möglich ist, vielleicht sogar, und dann wird das Bein gewechselt. Danach stellt ihr euch wieder hin, steht kurz und geht auf den Ball. Wenn das klappt, könnt ihr entweder wieder die Augen zumachen oder nehmt euch den Ball, den ihr sowieso schon dort liegen habt oder einen Schlüssel oder was auch immer, stellt euch
Ballen und werft den Ball ein paar Mal hin und her. Sehr schön. Wenn das klappt, gehen wir über zur nächsten Übung. Sie wird immer komplexer, wie die Übungen zuvor auch immer komplexer geworden sind. Wir wollen jetzt richtig landen auf einem Bein. Wichtig fürs Laufen oder auch mal um Sturz abzufangen, ist es gut, wenn man auf einem Bein ordentlich landen kann. Dafür gehen wir leicht in die Hocke auf beiden Beinen, springen hoch und landen auf einem Bein. Und halten diese Position kurz. Natürlich mit Beinwechsel, immer ein Unterschied. Und das macht ihr dann 10-mal pro Seite, wenn es denn klappt. Um hier die Schwierigkeit zu erhöhen, kann man mit der Unterlage variieren. Wenn man es nicht so gut hinkriegt, macht man es besser auf dem harten Boden. Für diejenigen, für die es klappt, kann man so eine Matte, vielleicht den Sandkasten, was man gerade zur Verfügung hat, um den Boden einfach ein bisschen weicher zu machen. Dann die letzte Übung, die findet in der horizontalen statt. Dazu geht ihr in den Vierfüßlerstand und nutzt den linken Arm und das rechte Bein, um in eine Streckung zu kommen. Dabei wird der vordere Daumen nach oben gedreht und der hintere Fuß möglichst in die Streckung gebracht. Diese Position wird gehalten und danach gewechselt. Für diejenigen, für die es zu leicht war, kann man es machen, indem man in die Plank-Position geht. Von hier das Ganze wieder. Linker Arm, rechtes Bein und natürlich umgekehrt und halten. Dabei den Arm, den Kopf nicht in den Nacken legen, sondern der wird als Verlängerung der Wirbelsäule genommen und Bein wechseln. Als letzte und abschließend schwierigste Variation von dieser Übung kann man das Ganze in der Stützposition machen. Man nimmt dann ein Bein und einen Arm und versucht diesen möglichst zu halten. Jo, und das waren 5 Übungen, die jeder auch zu Hause machen kann.